Ich muss da durch, ne? Da ist er! Er schießt ihn! Nein, halt! Okay, der Weg wird mir vorgegeben. Um durchzukommen. Hä? Achso. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Können wir den Jedi sehen? Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Autsch! Also doch verlangsamt. Los, wieder aus. Hey, was war das? Haltet die Position. Ich sehe nach. Meldet durch Verluste. Die Wartungsgänge. Der Bauer hat mehrere Trupps ausgeschaltet. Sofort schießen. Verstanden. Ich versteh's nicht. Was ist passiert? Was war das? Da ist er in den Wartungsgängen. Ich glaube, hier ist der Turbolift. Danach ist es nicht mehr weit. Einmal rüberhangeln. Zack. Nee, warte mal, das macht keinen Sinn. Wo ist sie denn lang? Da? Über die Wand. Ich hätte einen Wandlauf machen müssen. Ne? Ich hab Kontakt zu dem kleinen Padawan. Er ist im Turbolift. Das war jetzt mal unkonventionell, würde ich jetzt mal sagen. Ich schaff das. Ich darf nur nicht aber stehen bleiben. Das habe ich gecheckt, dass das die Wand. Padawan, dein Lichtschwert! Tut mir leid, Meister. Weiterklettern. Wir treffen uns vorne. Oh no, jetzt habe ich kein Lichtschwert mehr. Und nu? Okay, das Ende der Fahnenstange. Drauf. Oh mein Gott. Alles klar. Junge, gar nicht mal so einfach. Oh, da unten. Unser Meister metzelt sich da durch. Direkt vor uns ist ein Override. Du musst ihn aktivieren, wenn wir fliehen wollen. Ja, Meister. Dann aktivieren wir mal den Override, was auch immer das ist. Der Paul sitzt in der Luftschleuse fest. Schick Verstärkung. Jaro, der Paul ist auf der anderen Seite der Tür? Ja, aber er kommt nicht durch. Es dauert so lange, die Türen mit dem Lichtschwert aufzuschneiden. Wir warten hier, bis er auf Stelz ist. Und drücken dann, hört ihr das? Bereit machen!
ihr die einfach platt macht. Los, Padawan, wir müssen sofort weg. Alter, das war ja ein dunkler Move eben, ne? Den Darth Vader immer gemacht hat. Die Türsteuerung! Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Carl, ich habe die Schiffsreaktoren überlastet. Im Schutz der Explosion können wir fliehen. Der Krieg ist nicht vorbei, mein Padawan. Erhalte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Alles klar, das war das Schwert von seinem Meister. Vertraue nur der Macht. Ja, Meister. Wow, was für ein Flashback. Aber jetzt haben wir natürlich die Order 66 hautnah miterlebt, ne, die er, unser Kerl, mitgemacht hat. Padawan. Es ist Zeit für die Ausbildung. Ne, wir nehmen das eine ein Schwert. Dein Wille ist schwach und du hast keine Disziplin. Ja, mein Blut an deinen Händen, mein Schüler. Du bist ein Versager, ein Verräter. Du bist kein Jedi. What the fuck, Alter? Oh no! Mein Lichtschwert ist im Arsch. Aber zumindest die eine Seite, ne? Ich kann kein Doppellichtschwert mehr benutzen. Order 66. Kerl ist von dem schrecklichen Erlebnis im Zuge von Order 66 traumatisiert, als er und sein Meister Jarrod Tapal von ihren eigenen Truppen attackiert wurden. Während Kerl mit Tapals Hilfe entkommen konnte, wurde sein Meister getötet. Der sterbende Tapal überreichte Kerl sein Lichtschwert und gab ihm einen letzten Rat: Vertraue nur der Macht. Mega gut. Okay. Nichts. Wir können hier trotzdem nicht weiter. Ich schaue nochmal auf die Mappe. Die Tür ist verschlossen. Wir haben jetzt eigentlich nur noch einen Weg, ne? Das ist der da unten. Der gelbe. Idee? Danke. Lass uns verschwinden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Abkürzung freigeschaltet. Ist nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen. Verloren. Und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Was will er von uns? Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du.
Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh? Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit! Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Das war der, der abgestürzt ist, ne? Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzip hier. Es sind dunkle Zeiten. Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren. Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Der hat gute Augen. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Datomir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Meryn, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Oh, wir haben ja, glaube ich, einen... Ihr seid verrückt, Malikos. Datomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität ein schwieriges Dreiecksverhältnis. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Datomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Oh ja. Schon. Wir sollten jetzt die Füße in die Hand nehmen. Närrische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen. Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Datomir. Bekämpft ihr uns alle. Ach du Scheiße. Okay, Zeit zu verpissen. Alter Schwede. Wir können das Lichtschwert nicht benutzen, ne? Wir können das Lichtschwert nicht benutzen. Okay, hier durch. Nein! Ja, genau. Was ist hier los? Seid ihr völlig irre? Hier! Hier! Greased Alimentus darf klar machen! Aber hallo! Was ist los? Hier hat eine Hundfoto-Effekt! Die verfolgt mich! Oh, oh! Was ist hier? Captain, Start klar machen! Und drüber. Und weg. Und los, 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 los. Alter, hau ab. Warum ist die Tür nicht auf? Oh mein Gott. Bring uns weg von hier. Alter Schwede. Was hast du getan? Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum. Weg hier. Gib Schubrakete. Thank you.
Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Das Lichtschwert deines Meisters. Ich sah ihn. Meister Tapal, es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl. Alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Nein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte. Wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können. Ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passierte. Sie brachten Trilha ins Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen. Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Steh auf. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe. Und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber Kerl, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Schatten des Meisters. Illum. Jedes Mal geil, wenn das Schiff landet. Absoluter Highlight. Kerl. Man wird dich prüfen. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Die Wahl, weiterzukämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Sie gibt uns ihr Lichtschwert. Damit wir uns verteidigen können, ne? Und dann ein neues bauen können. Ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Lege mich jetzt aufs Ohr. Schönen Abend noch allen und bis morgen. Alles klar, mein Lieber. Muffin. Dankeschön. Es ist lange her, dass ich hier gewesen bin. Du weißt, es kamen viele Jedi nach Illum, um ihren Kyberkristall zu finden. Ich erinnere mich. Meister Yoda hatte uns zum Eingang geführt, aber danach waren wir auf uns gestellt. Daran war ich zwar gewohnt, aber es machte die Herausforderung nicht einfacher. Meine Ausbildung folgte strikten Protokollen. Auf alles vorbereitet, dachte ich. Vielleicht war das die Lektion, Kerl. Du kannst nicht alles wissen, aber darauf vertrauen, mit allem fertig zu werden, was dir begegnet. Allerdings, wir hatten übrigens noch zwei neue Pflanzen, ne, gefunden. Die können wir das ja mal... Ist das Examen genug, Reese?
Oh ja, völlig. Absolut angemessen. Solider Durchschnitt. Reicht gerade mal so. Ich verstehe schon. Vielleicht finde ich noch mehr. Okay, der Blutbäuchling und der Pilzling, ne, die beiden werden dann noch gedeihen. Ich denke mal, in der Mitte hier noch ist noch ein Platz frei. Für irgendein, aber sieht schon ganz gut aus, unser Terrarium, ne? Ein Lichtschwert? Hier? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie du es machen wirst, Kleiner. Aber wenn ich eins über dich gelernt habe, dann, dass du deine Aufgaben immer meisterst. Ach ja? Ich würde mein Leben darauf verwetten, aber das habe ich schon. Ganz oft. Du bist nicht der beste Spieler, Grease. Schon klar, natürlich, stimmt. Aber ich glaube an das, worauf ich wette. Und ich beteilige dich sogar, Kerl. Danke. Ich tue alles, damit du gewinnst. Echt? Sehr geil, Muffin. Freut mich. Draußen? Nein. Spinnst du? Lateros vertragen keine Kälte. Das habe ich ja noch nie gehört. Okay, okay. Ich vertrage keine Kälte. Ist es das, was du hören wolltest? So, jetzt habe ich's gesagt. Deshalb könnte ich nie ein Jedi sein. Genau. Dann schlaf schön. Nur deshalb. Musst du nicht ein Lichtschwert holen oder sowas? Beeil dich, wir müssen eine Galaxis retten. Junge, macht der Dampf. Wir können doch mal mit Seer sprechen. Hier kann alles passieren. Ich bin bereit. Das weiß ich, Kerl. Aber was auch passiert, ob Gutes oder Schlechtes, danach wird uns immer eine neue Herausforderung erwarten. Soll mich das jetzt aufmuntern? Es soll dich daran erinnern, dass du dein Bestes gibst. Und es nicht deine Schuld ist, wenn du scheiterst, solange du nicht aufgibst. Das hört sich nach einem Plan an. Hui, ist das kalt hier. Geborstener See. Wir schauen nochmal, was wir jetzt für neue Datenbank-Einträge haben. Wir haben ja einmal die Aufgabe, ne? Das ist dann Kapitel 5.2. Schatten des Meisters. Cal und Bedi fanden einen Weg aus den Ruinen, wo Cal auf eine dunkle Version von Jero Tapal traf. Nachdem das Phantom Cals Lichtschwert zerstört hatte, war dieser wehrlos. Nach ihrer Flucht aus der Ruine trafen Cal und Bedi zufällig auf den Wanderer. Dieser gab sich als Terron Malikos zu erkennen, ein ehemaliger Jedi, der mittlerweile die dunkle Seite studierte. Malikos bat Cal, sich seinem Streben nach Macht anzuschließen, wurde aber von Meryn unterbrochen. Diese beschwor eine Horde von Untoten, um ihn und Cal zu vernichten. Cal und Bedi eilten daraufhin zur Mentis zurück. Nach Cals Beichte hinsichtlich Order 66 sagt Seer, es sei für ihn an der Zeit, sein eigenes Lichtschwert zu bauen. Bislang hatte er das von seinem Meister. Wir gucken mal Charaktere. Da müsste jetzt der Typ auftauchen. Malikos. Malikos entschleiert. Meryn konfrontierte Cal und Malikos, da sie wütend war, weil sich Malikos mit einem Jedi verbünden würde, nachdem er sie jahrelang überzeugt hatte, sie wären alle Feinde. Angesichts des Beweises für Malikos Täuschung beschwor sie mit ihrer Magie eine Horde untoter Schwestern der Nacht, um die Fremden zu vernichten. Der Wanderer, Terron Malikos. Der Wanderer erweist sich als Terron Malikos, ein ehemaliger Jedi, der mittlerweile im Verborgenen lebt. Nachdem ihm seine eigenen Truppler im Zuge von Order 66 verraten hatten, war er auf Dathomir abgestürzt, wo er der Dunkelheit und dem Wahnsinn verfiel. Beim Versuch, seine alte Macht zurückzuerlangen, hatte er Meryn und die Brüder der Nacht manipuliert, um die Geheimnisse ihrer Magie zu ergründen. Alter Sausack, der Wanderer. Jero Tapal. Wir haben ja noch einen zweiten Eintrag von Jero. Während der Klonkriege war Jedi-Meister Jero Tapal ein General, der seinen Padawan, Cal Kestis, mit seinem strengen und disziplinierten Lehre ausbildete. Im Zuge von Order 66 wurde Tapal tödlich verwundet, konnte Cal aber noch in Sicherheit bringen. Kurz vor seinem Tod gab er sein Lichtschwert an Cal weiter. Und Cordovas Reise, Kujits Grab, ne, da waren wir ja, wir standen vor dem Grab, kamen aber nicht rein. Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kujits Grab. Es ist abgelegener als erwartet. Der Zugang war anscheinend schon zu den Zeiten der Sepho geheim. Ein Kontrast zu dem prunkvollen Grab von Mictrul und kein Willkommener. Die Schwestern der Nacht von Dathomir
gewährten mir Zugang, sie warnten mich gleichzeitig, aber auch, hier war etwas Dunkles, ich kann es fühlen. Okay, dann haben wir das auch soweit erledigt und ich würde sagen, bevor wir uns hier den Arsch abfrieren, geht's erstmal weiter, wir müssen mal gucken, wohin.